los geht's. Zum Hotel und dann werden wir gleich die Stadt erkunden. Mhm. Wir haben sich gleich Uber bestellt und in der Zwischenzeit einen Kaffee und SIM-Karte besorgt. SIM-Karten hat kostet 7 Euro umgerechnet für 20 GB und einen Monat. Das passt voll. Nachdem unser Hotel mehr oder weniger in einem Einkaufszentrum ist, haben wir gesagt, gehen wir da gleich essen, weil es ist 12:45 und wir haben uns halt zu einem Selbstbedienungsladen mit russischem Essen bedient. Vor allem ein bisschen was, wie immer. Ja, sind wir mal gespannt, wie es schmeckt. Lecker ausschauen tut es auf alle Fälle. Ich habe mir da Suppen genommen, ich glaube, das ist die Wurst, die rote Rübensuppe. Bin mir aber nicht sicher. Dann Lachs, Erdäpfelpüree, Gemüse. Dann haben wir, weiß nicht, was ist denn das? Mir fällt es gerade nicht ein. Reis, Hühnchen und Kartoffelpuffer. So, like always, wir betreten das Hotelzimmer gemeinsam. Welcome. Unser Gepäck ist schon vor Ort. Kann man nämlich vorher da lassen. Boah, wow, mega moderne. Cool. Geil. Das war mit Küchenzeile. Kühlschrank, das Wichtigste. Und nice Aussicht. Wohin? In die Stadt, auf Ostblock Baden. Kiew ist bekannt für die ewig langen bzw. tiefen U-Bahn-Stationen. Also ihr seht das Ende noch nicht. Stellt jetzt das ein bisschen kompliziert heraus. Wir haben uns eigentlich einen Nachtzug herausgesucht, der auch draußen im Bahnhof auf der großen Tafel steht. Aber irgendwie, wenn wir das Ticket kaufen wollen, sagen die, diesen Zug gibt es nicht. Und jetzt haben sie uns einen anderen Ticket für einen anderen Zug verkauft. Wir haben sie gedacht, ja, okay, hilft eh nicht. Jetzt gehen wir raus. Jetzt steht der Zug aber wieder dort, dass es den gibt. Jetzt fragen wir wieder nach. Und steht sogar Daily dort auf Englisch, also der Zug geht. Und keine Ahnung. Sie sagen aber auch nicht, er ist ausgebucht oder irgendwas, sondern sie sagen, es gibt ihn nicht, aber draußen auf der Tafel steht er. Ja. Jetzt fragen wir nochmal nach. Und es ist ja auch nicht so einfach mit bisschen Russisch, bisschen Englisch, bisschen Hände und Füße. Das hat sich jetzt schnell aufgelöst. Der Zug ist nämlich ausgebucht. Hat uns aber niemand gesagt, wäre nett gewesen, aber gut. Ja, dann müssen wir es so hinnehmen, hilft eh nicht. Also wir fahren jetzt irgendwann um 16 Uhr weg und kommen um Mitternacht an in Odessa am Mittwoch. Müssen wir so spontan ein Hotel buchen. Stopp Nummer 1, Sophienkathedrale. Oder zumindest der Eingang davon. Da geht es noch weiter, glaube ich. Das ist, glaube ich, die eigentliche Kathedrale und das ist nur der Eingang. Und bekannt sind die ganzen goldenen Kuppeln. Die sind bekannt für Kiew eigentlich, weil die sieht man überall. Da im Hintergrund sieht man die nächste Kirche. Ich glaube, die Micheli-Kirche, das ist auch mit goldenen Kuppeln. Aber jetzt schauen wir sie die mal an von innen.
während sich jetzt der Ati mega spontan dazu entschlossen hat, noch vor dem Zusperren auf den Glockenturm der Sophienkathedrale raufzugehen, dieser hier, hat man sich da jetzt im Schatten gemütlich gemacht, direkt vor der Kathedrale. Ist so ein nettes Plätzchen da, weil es ist ja schon sehr heiß in Kiew heute, aber da im Schatten ist es echt angenehm und da direkt vor der Kathedrale lässt sich's aushalten. Ich bin gerade am Weg auf den Bell Tower, also Glockenturm von der Sophienkathedrale. Hat man sicher tolle Aussicht auf Kiew. Nochmal ein kurzer Ausblick von der Mittelplattform. Weiter geht es auf die Spitze des Glockenturms. Da war ich jetzt gerade, das war nur so eine Mittelplattform. Endlich oben angekommen, also ganz oben. Da im Hintergrund sieht man die Wendeltreppe. Ich schätze, das ist um die 60 Meter hoch. Und jetzt sage ich einmal die Aussicht. Aussichtsfenster Nummer 1. Schon richtig beeindruckend. Die Michaelikirche im Hintergrund und der Sophienplatz. Hier sieht man in der Ferne den Maidan. Da sind wir soeben hergekommen. Und hier die wunderschöne Sophienkirche mit den goldenen Kuppeln. Ich wollte jetzt eigentlich nur Drohne fliegen da bei der Kirche. Wäre sicher cool gewesen mit dem Turm. Aber leider habe ich Signalprobleme gehabt. Ich vermute an die Oberleitungen. Und die nächsten goldenen Kuppeln. Also Kiew und goldene Kuppeln, das gehört zusammen wie, keine Ahnung, Paris und der Eiffelturm so ungefähr. Man weiß gar nicht, wann man zuerst hinschauen soll. Gerade jetzt, es geht jetzt die Sonne langsam unter und die Kuppeln werden so genial beleuchtet. Das schaut dann echt so cool aus. Mega. Am Maidan. Da haben wir zwei Kirchen gesehen und ich bin doch noch zu meinem Drohnenflug gekommen. War nur kurz leider, weil dann auch wieder Probleme waren mit der Frequenz oder halt mit der Verbindung und ich wollte kein Risiko eingehen. Aber ein bisschen was habe ich filmen können zum Glück und jetzt schauen wir mal, ob wir was zum Essen finden. Wir haben eigentlich seit Mittag nichts mehr gegessen. Essenssuche, aber ich glaube, wir sind soeben fündig geworden. Das schaut alles richtig geil aus. Georgische Küche. Können wir sie gleich einstimmen auf den August. So, erster Gang Pizza georgische mit Spinat drinnen. Dann haben wir da Tagtaschen mit Chicken und Granatapfelsoße und Truthahn mit Kartoffeln. Das schaut sehr lecker aus. Fertig mit Essen. Georgisch war richtig gut. Also ich freue mich schon auf den August, auf Georgien. Jetzt sind wir da irgendwo zu einem Platz, da ist jetzt gerade mega Wassershow bei den Brunnen. Das ist wirklich zur Musik abgestimmt. Ist voll cool. Also hinter mir sieht man es auch noch, ein schöner. Da hinter mir ist der Maidanplatz. Und Fontänen überall. Guten Morgen. Nachdem es jetzt in unserer Unterkunft doch kein Frühstück gibt, oder also, es meldet sich einfach keiner, sind wir jetzt im Supermarkt und kaufen sich ein bisschen was ein für die nächsten Tage. Morgen fahren wir auch nach Tschernobyl, das passt eh, wenn wir so da Lunchpaket einpacken. So, jetzt haben wir doch einen Frühstücksraum gefunden. Es hat sich ausgestellt,
dass das derselbe Raum ist wie unser Schlafzimmer. Und das Frühstück muss man sich halt auch selber besorgen. Spaß. Nein, es hat sich niemand gemeldet, also waren wir jetzt einfach einkaufen und haben uns einfach Wurst, Käse und so weiter gekauft, frischen Kaffee. Das passt. Wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und nur das Beste. Hummus, Erdnussbutter, Schinkenkäse und so weiter. Kaffee haben wir sich auch große gleich gegönnt. Oh, es ist 9:30. Soeben hat es geklopft. Was haben wir da? Also gut, dass wir genau gar nichts davon mitgekriegt haben. Aber es schaut nicht schlecht aus. Also Pancakes habe ich schon gesehen. Schaut und gut aus, aber... Keine Ahnung. Also zum Glück... Nichts an der Situation. Genau. Zum Glück haben wir einen Kühlschrank. Das werden wir jetzt einkühlen und dann haben wir es halt für später. Aber ja, die Kommunikation war jetzt nicht wirklich da. So, Tag Nummer 2. Wir verlassen dort unsere Unterkunft. Und heute wollten wir eigentlich zum Freiluftmuseum, also Luftfahrtmuseum. Aber das hat leider genau am Montag zu. Jetzt fahren wir direkt zu dem Arsenal, zu der größten oder tiefste U-Bahn-Station der Welt sogar. Und danach bleiben wir gleich dort, weil dort gibt es auch ziemlich viele Kirchen, Bauwerke und die Mutter Erde-Statue, glaube ich, heißt. Die höchste Frauenstatue der Welt, glaube ich sogar. Kann man leider nicht rauf, also ganz rauf, weil wegen Corona. Aber von außen schaut es auch sicher nicht schlecht aus. Schauen wir mal, wie der Tag so wird. Mega Aussicht über Kiew. Keine Ahnung, wo wir da sind. Scheinbar weiter oben. Also da ist das Weltkriegsmonument. Echt der Wahnsinn, wir spazieren da gerade so durch den Park und auf einmal blitzt das da bei den Bäumen hervor, so nichts ahnend. Ja, wie schon gesagt, Kiew und goldene Kuppeln gehört zusammen, wie eh schon wissen. Auf der Jagd nach der nächsten goldenen Kuppel Kiews. Keine Ahnung, wie die Kirchen heißt. Ja, das ist ein kleines Höhlenkloster. Ah, das ist unser Ziel für heute. Höhlenkloster. Wir steigen da gerade den nächsten Turm. Der ist jetzt 96 Meter hoch. Der hat es in sich. Gegrabt. Shawarma, so groß wie, mal, wie, groß wie ein Unterarm circa. 2,70 Euro pro Person. Unser Urteil zum Shawarma war richtig gut und auch richtig viel. So mag ich das. Jetzt holen wir uns noch einen Kaffee und dann schauen wir weiter da in die Richtung zu der Statue. So, Kaffee besorgt und ich muss sagen, Kiew oder Ukraine entwickelt sich zu einem Lieblingsland. Also zumindest was in Kaffee.
Es gibt betrifft. An jeder Ecke Kaffee zu kaufen, wirklich überall. Und zweitens, es ist überall guter Kaffee. Wir haben nur keinen einzigen schlechten Kaffee getrunken in Kiew. Und drittens, er ist extrem günstig. Also so zwei große. Große. Für 82 Grivna. Ja, also zwei haben gekostet 2,80 oder so. Ja, in Euro. Also unschlagbar billig. Also, wie heißt der Fluss? Es sind drei Konsonanten hintereinander. Dnepr oder so. Dnepr. Bitte unten kommentieren, wie spricht man das aus? Also kommentieren ist leicht. Ist schwer. Ja, dann eine Sprachnachricht schicken bitte auf Instagram. Im Hintergrund sitzt jetzt diese Mutter Erde-Statue auf diesem Gelände, wo die steht. Das ist also eine Art Freilichtmuseum, wo ganz viele Panzer und, ja, keine Ahnung, diverse Geschosse aus dem Kalten Krieg herumstehen und aus dem Zweiten Weltkrieg. Okay, two. So, für den Bereich haben wir jetzt extra bezahlt, 30 Hryvnia pro Person. Und richtig spektakulär, was da steht, also von Kampffliegern bis Raketenwerfern oder keine Ahnung, was das ist. Und diverse Panzer. Echter Wahnsinn, wenn man sowas einmal live sieht. Da hinten ist übrigens die Statue wieder. Und das ist echt lohnenswert. Eintritt waren 30 Hryvnia. Das ist 1 Euro pro Person. Und wenn man ein bisschen Technik begeistert ist oder generell sowas noch nicht gesehen hat, lohnt sich das auf alle Fälle. Steht immer überall dabei, was das erwähnen kann. Zum Beispiel diese 16 Meter lange Raketen mit Nuklearsprengkopf bestückt. Wir sind jetzt mittlerweile echt schon ziemlich lang auf dem Gelände. Das ist riesengroß da, angefangen beim Höhlenkloster. Man spaziert dann vorbei bei dieser Ausstellung eben und jetzt bis da her. Und es ist einfach genial, weil an jeder Ecke irgendwas steht, was irgendwie cool ist oder interessant ist. Das ist die schon so, ja, beeindruckend. Dann man sieht da vorher über Kiew, es ist auch total cool. Und dann es gibt einen Haufen Statuen, diese große Flagge. Es ist echt cool, also man kann da ziemlich eine lange Zeit verweilen auf dem Platz. Nicht weit vom Michaelo-Kloster entfernt gibt es da so eine Fußgängerbrücke. Da hat man eine richtig coole Aussicht. Lohnt sich definitiv, dass man da noch ein paar Schritte weitergeht und sich das anschaut. Kleiner Geheimtipp, der eigentlich keiner ist. Wenn man die Brücke weiter spaziert, kommt man da zum Denkmal der Völkerfreundschaft. Dahinter, wenn man da durchgeht, da ist nur so eine Aussichtsplattform auf dem Fluss Dnepr. Also wieder hart am Gönnen, obwohl es schon 18 Uhr ist. Im Urlaub gibt es keine Kaffee-Uhr, das ist egal wie spät das ist. Weil irgendwo auf der Welt ist Mittag. Also. Irgendwann haben wir das einmal beschlossen. Aufwertung haben wir sich ein bisschen Bulgur gekauft. Also wir essen das, was wir zum Frühstück gekauft haben. Das da. Also wir haben es eingekühlt gehabt und jetzt wieder aufgewärmt. Und zusätzlich haben wir sich noch Bulgur gekauft, Brokkoli und irgendwelche so Teigbällchen. Keine Ahnung, ob das süß oder salzig ist. Wir essen es einfach zum Schluss dann. Werden wir gleich sehen. Ah ja, und ich habe mir ein Brotbier gekauft, Quas heißt das. Kennt ihr irgendwie von euch? Schmeckt ein bisschen wie ein Malzbier. Das ist da anscheinend ganz im Trend. Jo. Und? Jo, schmeckt wie Malzbier. Na dann, Mahlzeit!